Hi, ich bin Tabea und bei mir heute im Studio ist Thomas Wörle und Romario Rösch vom SSV Ulm von den Spatzen. Und ich freue mich schon auf spannende Fußballgeschichten. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio, direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Ihr seid ja momentan Tabellenführer. Also ist ja mega toll, gute Saison für euch. Wie fühlt sich das denn momentan so an? Der Trainer darf gerne anfangen. Der Trainer darf gerne anfangen, okay. Ja, natürlich fühlt sich das für uns gut an, gar keine Frage. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile auch auf Platz 1 und vor der Saison einen relativ großen personellen Umbruch gehabt. Und sind sehr froh, dass wir das schnell in die richtigen Bahnen lenken konnten, alle gemeinsam, und sind gut gestartet und haben seitdem eigentlich nicht wirklich locker gelassen. Und wir alle spüren, dass wir viel Selbstvertrauen haben. Man sieht es der Mannschaft an, wenn sie auf dem Platz steht, und deswegen werden wir alles dafür tun, dass wir auch weiterhin natürlich in dieser Spur bleiben. Ihr hattet auch ein bisschen Krankheitsausfälle, ne? Also dafür muss man insgesamt ja sagen, ist es ja mega. Wir hatten natürlich immer wieder auch mal Verletzungssorgen, genau, oder auch mal welche, die krank weggebrochen sind. Dafür haben wir auch eine gewisse Breite im Kader. Wir haben eine gute Mannschaft beieinander, und genau für solche Momente zeigt sich dann eben auch, ob ein Team einfach ein Team ist, ja, dass andere in die Bresche springen und versuchen, weiter zu marschieren. Ja, möchtet ihr vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, jetzt aus dieser erlebenden Perspektive, wie sich diese Saison bisher so angefühlt hat für euch? Also jetzt auch gerne aus beiden Perspektiven, Trainer und Spieler. Also ich finde es, wir können schon mega stolz auf uns sein, dass wir erster Platz sind, und den verteidigen wir auch echt souverän. Das müssen wir schon sagen, von Spiel zu Spiel geben wir immer 100%, auch 100% Mentalität und Einstellung. Auch unter der Woche gibt es keinen Tag, wo wir eigentlich so unsere Leistung zurückschrauben oder uns ausruhen und so. Und ich glaube schon, dass das auch was ist, wo uns gerade aktuell auch weiterhilft. Und wenn wir da dranbleiben einfach, dann glaube ich, dass wir das weiter so halten und einfach von Woche zu Woche konzentrieren. Das hört sich zwar immer blöd an, aber es letztendlich ist so. Und bisher in der Saison, ich meine, wir sind auch gut gestartet. Direkt 3 Siege eingefahren. Und ich glaube, seit dem 3. Spieltag sind wir eigentlich Erster, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jeder von unserer Mannschaft, also ich war auch verletzt, ich habe mich, war nach dem Eintracht Trier war ich verletzt dann, hatte einen Syndesmosebandriss, war dann ungefähr 6 Wochen raus, und dann ist schon noch so bei so einer Mannschaft, da muss auch jeder für jeden dann auch Gas geben. Und in der Zeit war das wichtig, wo wir auch viele Ausfälle hatten oder jetzt auch wieder ein paar krank sind. Da muss halt einfach jeder da sein, und ich glaube, am Ende steckt halt immer das Team auf. Ja, also da können dir so gut der Einzelspieler helfen, aber es, du bist ja jetzt noch nicht so lange in Ulm, ne? Genau. Hast du denn das Gefühl, dass das weil ihr jetzt gerade beide gesagt habt, ne, dass das Team da so super einsteht, habt ihr da das Gefühl, dass Ulm da auch besonders irgendwie vom Zusammenhalt ist? Also ich würde schon sagen, dieses Jahr schon sehr besonders. Es gibt auch viele Ex-Ulmer, wo ich kenne. Also ich habe in der Jugend, in der U14 war mein letztes Jahr beim SSV Ulm, bin ich nach Augsburg gegangen, und jetzt bin ich sozusagen wieder zurück. Ja, genau. Und da gibt es noch ein paar andere Spieler auch. Und ich glaube, weil es halt auch ein paar Ulmer sind und die schon wissen, was der Fußball hier in der Region bedeutet, gibt man schon nochmal so, das ist so ein bisschen ein extra Ansporn, und es ist schon auch geil, wenn man sich so ein bisschen über die alten Zeiten unterhalten kann, und da freut sich dann auch schon jeder. So, wenn man so automatisch schon so ein Gesprächsthema hat und schon weiß, über was man so ein bisschen reden kann. Ja, ich glaube, und am Ende ist natürlich, Fußball ist eine Mannschaftssportart, ist ganz klar. Und da steigt am Ende steigt dann die beste Mannschaft auf und nicht der beste Einzelspieler. Wie geht's dir mit der Saison, also vom Gefühl her? Ja, schon ähnlich, wie Romario das eben auch erzählt hat. Für uns war es eben wichtig, zu Beginn gleich in die richtige Spur zu kommen, nachdem wir wirklich einen riesen Umbruch hatten. Ich glaube, wir hatten ungefähr 15 Abgänge, 15 Neuzugänge. Es war also alles andere als leicht, dann auch sich da zu finden. Haben auch wirklich ein paar Wochen gebraucht, lange in die Saison hinein auch sogar. Und durch die guten Ergebnisse gleich zu Beginn hat sich natürlich alles auch ein bisschen beflügelt. Wir haben ein Selbstvertrauen bekommen, und
Wir haben ja bis dato erst eine Niederlage hinnehmen müssen in den 19 Spielen, was sicherlich eine herausragende Serie ist. Und da war es dann auch spannend, wenn dann mal diese Niederlage kommt, wie gehen wir damit um? Es war dann im Spiel gegen Kickers Offenbach und die Mannschaft hat daraufhin dann, glaube ich, super reagiert. Und wir sind bis dahin einfach sehr, sehr stabil unterwegs. Und das, was Rösch eben auch angesprochen hat, dieses Team, das ist einfach bei uns sozusagen der kleine Star. Ja, wir haben so viele tolle Spieler, tolle Persönlichkeiten auch und jeder ist unheimlich wichtig, aber wir legen schon Wert darauf, dass wir alle auch wirklich wissen, am Ende geht es ja nur, wenn wir zusammenhalten und wenn wir begreifen, dass das Wichtigste von allem immer die Mannschaft ist. Und ich glaube, das ist dann auch letztendlich das, was dann auch bei den Spielen zu erkennen ist, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die da wirklich schon 100% gibt und füreinander und miteinander kämpft. Das ist schön. Das finde ich total toll. Ihr habt ja jetzt auch am Samstag, haben wir ja vorhin schon gesprochen, das letzte Heimspiel gegen Trier. Wie seid ihr vorbereitet? Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Wird jetzt sicherlich die nächsten zwei Tage auch noch darum gehen, auch nochmal ein bisschen den Gegner unter die Lupe zu nehmen, dass man auch dahingehend vorbereitet ist mit der Art und Weise, wie sie ins Spiel gehen werden. Und auf der anderen Seite wollen wir aber vor allem den Fokus auf uns legen. Ja, wir sind einfach sehr gut drauf, haben einen guten Rhythmus, sind sehr stabil und wollen natürlich im letzten Heimspiel, im letzten Spiel in diesem Jahr nochmal alles dafür tun, dass wir sozusagen diese starke Halbserie einfach abrunden und zwar auf eine Art und Weise, wie wir sie begonnen haben. Das heißt, die Energie pumpt jetzt eher nochmal nach oben, als dass da jetzt so, könnte man ja auch denken, ne, dass vielleicht jetzt so eine Erschöpfung irgendwo reinkommt. Genau, das wollen wir nicht zulassen, das ist aber auch nicht der Fall. Also im Gegenteil, nochmal, wir sind so gut drauf und haben das jetzt über so viele Spiele einfach auch gezeigt, dass wir, glaube ich, alle mit einem Erfolgserlebnis jetzt dann auch in die Pause gehen wollen, dann auch Weihnachten feiern wollen. Deswegen, Röschi, korrigiere mich, sind wir alle nochmal hochmotiviert, Vollgas zu geben. Wie ist denn der Gegner so drauf? Ja, der Gegner ist momentan eher hinten dabei, aktuell drittletzter, hat aber immer wieder auch wirklich spannende Ergebnisse geliefert, vor allem gegen die oberen Teams, wo sie sehr enge Spiele gestaltet haben. Zuletzt jetzt nicht so erfolgreich gewesen, die Mannschaft, aber wie es halt so ist, wir erleben es jetzt gerade Woche für Woche, wir spielen als Tabellenführer. Wir gehen als Tabellenführer ins Spiel und jede Mannschaft, die auf uns zukommt, ist gerade gegen den Tabellenführer nochmal besonders motiviert, hat auch relativ wenig zu verlieren. Deswegen werden wir wieder großen Widerstand bekommen und es liegt an uns, dass wir den versuchen dann zu brechen. Jetzt vielleicht an dich eine kurze Frage und zwar, wie bereitest du dich denn auf so ein Spiel vor, also auch persönlich, bevor jetzt so ein Spiel losgeht, wie ist es da emotional für dich? Gehst du da, also ich glaube schon, dass man da immer mit einer gewissen Anspannung ja auch reingeht, ne? Mhm. Also gibt es da irgendein Ritual oder irgendwas, was dir hilft, vielleicht auch runterzukommen? Also ich finde, man muss in jedes Spiel auch bestimmt mit einer bestimmten Anspannung reingehen und auch da bereitet man sich schon natürlich drauf vor. Also es ist klar, es fängt an mit dem Essen, es fängt an mit dem Schlaf am Tag davor, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, es wichtig ist, einfach mit dem Kopf da zu sein. Also ich bestimmte Rituale habe ich meistens nicht. Ich fokussiere mich einfach, also mir ist einfach wichtig, so lange wie möglich locker zu bleiben und dann, wenn es auf den Platz geht, auch beim Warm-up dann schon fokussiert zu sein und auch zum Wissen, dass es jetzt halt 90 Minuten auch wirklich um alles geht. Jetzt hast du Ernährung angesprochen. Jetzt ist ja auch bald Weihnachten, ne? Wie ist es denn? Gibt es da irgendwie auch in der Saisonpause, jetzt die ja relativ lang ist, einen bestimmten Plan, Trainingsplan, Ernährungsplan, der vorgegeben wird, Herr Trainer? Ja, natürlich, den gibt's auf jeden Fall. Wir haben eine relativ lange Pause dieses Mal, ja, haben dann danach auch nochmal eine sechswöchige Vorbereitung und ist eigentlich ganz normal auf diesem professionellen Niveau, wo wir uns jetzt bewegen, dass es da individualisierte Pläne gibt für jeden Spieler mit Läufen, mit Stabi-Training, mit Krafttraining und so weiter und wirklich aber auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Das ist dann vor allem auch die Aufgabe von unserem Athletiktrainer Christoph Zellner, der sich darum kümmert und das läuft alles. Das heißt, wenn wir unser letztes Spiel gespielt haben, werden die Spieler verabschiedet und mit einem Plan praktisch der übergeben wird. Und da ist auch notiert, was sie essen dürfen? Da ist natürlich nicht notiert, was sie genau essen sollen und dürfen, sondern das ist mittlerweile auf dem Niveau, glaube ich, auch weiß jeder, was einem gut tut. Jeder weiß, was vielleicht ideal ist, was vielleicht weniger ideal ist, aber man muss auch dazu sagen, es gibt sicherlich auch mal eine Phase im Jahr und da gehört diese Phase auch dazu, wo man auch mal ein bisschen locker lassen kann. Ja, und dann wieder Richtung Vorbereitung statt, muss man wieder ein bisschen anziehen und ich glaube, jeder, der sich auf diesem Niveau begibt, der weiß, was es da bedeutet, ja, was ich da machen muss,
Oder Röschi? Also es sind jetzt mal ganz konkret. Also Gans und Knödel und Plätzchen, sind die erlaubt? Ja, natürlich, um Gottes Willen. Ja? Ja, natürlich. Bei dir auch? Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich das so vorstellen, wir spielen jetzt am Samstag das letzte Mal. Dann trainieren wir noch am Sonntag, machen da Besprechung. Und ab dann werden wir wahrscheinlich auch so immer so 1-2 Wochen frei haben oder 1,5. Und dann fängt man schon wieder an mit Läufen. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist egal, was man ist. Natürlich, jeder ist auch schon professionell und jeder will auch weiterkommen natürlich im Fußball. Das ist ja auch klar. Und ich glaube, dann ist nicht so schlimm, wenn man mal ein paar Plätzchen isst oder so. Oder an Weihnachten, wenn es dann an Heiligabend was zum Essen gibt, was vielleicht ein bisschen fettiger ist oder so. Aber ich glaube, prinzipiell achten wir schon sehr darauf, auf unsere Ernährung. Und es gibt auch ein paar in unserer Mannschaft, die sind vegan. Mhm. Und ja gut, ja. Aber vegane Plätzchen geht ja auch. Genau, ja. Na? Also wir trinken alle den ganzen Tag über nur Wasser und wir kriegen auch Essen vom SSV Ulm dann. Ich merke wirklich, das wäre, glaube ich, kein Job für mich. Ja. Aber es ist schon so, jeder will persönlich auch weiterkommen und wir haben Christoph Zellner, der uns dann selber auch berät, was wir essen sollen unter der Woche. Und da sucht sich schon noch jede Hilfe. Ne? Also ja, aber jetzt erzähl mal, also mich interessiert das wirklich. Was steht denn dann da drauf? Also so, weil ich bin ja keine Fußballspielerin, ne? Und habe ja so einen Ernährungsplan nicht. Einfach mal, dass man da auch so einen Einblick mal bekommt. Also bei uns ist eigentlich so der Fall, dass wir eigentlich also es ist auch auf die Uhrzeit kommt es immer drauf an. So vor Spielen essen wir zum Beispiel viele Kohlenhydrate und wenn wir frei haben, eher weniger Kohlenhydrate, weil man da halt eher ein bisschen zunimmt. Mhm. Low-Carb-Diät und so. Deswegen achten wir schon da drauf und auch wenn wir im Hotel sind, gibt es eigentlich auch ganz oft Tomaten-Mozzarella. Mozzarella super für Proteine und so. Wenn man die Sachen halt weiß, dann gibt es halt zu Hause auch. Also man übernimmt und es sozusagen. So ein Glühwein oder so ein Bier oder so ein Wein? Also ich trinke kein Alkohol oder halt wenig mal, außer es soll ein bestimmter Anlass oder so sein. Aber ich glaube, wenn man da ausnahmsweise mal Alkohol trinkt, ist das nicht verkehrt. Also der Körper, der setzt es ja auch um dann wieder. Herr Wörle, wie sieht es da bei Ihnen aus? Also erstmal glaube ich, dass man im Profisport einfach sehr genau wissen muss, wann man was machen kann und wann nicht. Ja. Da geht es einfach unheimlich um Timing, finde ich. Und es ist genauso erlaubt für jeden Sportler auch, mal einen Alkohol zu trinken. Das ist ja gar keine Frage. Die Winterpause wäre ein guter Moment, um das mal zu tun, wer das dann möchte. Um das mal zu testen. Genau, und dann finde ich es natürlich auch wichtig zu wissen, wie reagiere ich selber auf Alkohol oder auf ein bestimmtes Essen. Und da ist einfach jeder in seiner eigenen Verantwortung, das herauszufinden. Okay. Romario, jetzt hast du ja vorhin schon selber angeschnitten, dass du in der Jugend hier warst in Ulm. Jetzt bist du wieder hier. Wie fühlt sich das denn an, wieder hier zu sein? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall bei der Familie zu sein und auch bei den Freunden, wo ich hier habe. Das ist ganz klar. Also Ulm ist meine Heimat. Ich war hier auch in der Schule. Ich war auf dem Anna-Essinger-Gymnasium. Und also ich hatte neulich ein Interview auch bei der Südwestpresse und da hieß es auch so, ja, wie ist es denn so? Und ich sage es immer so, ja, also ich muss nicht jeden Geburtstag absagen, ich bin auch mal da. Und früher musste ich immer jeden Geburtstag absagen und war nie da. Und jetzt bin ich auch mal da. Und das ist halt das Geile, wenn man so in der Heimat ist so ein bisschen. Ja, da kann man einfach auch viel wieder mit der Familie machen. Genau. Ja, ich fand es ganz lustig. Wir hatten uns vorhin unterhalten. Du warst ja davor in Mainz, ne? Ja. Ich war auch in Mainz zur selben Zeit. Und wir sind sozusagen beide zeitgleich heimgekehrt. Wie hast du denn die Zeit jetzt beispielsweise in Mainz auch erlebt? Es ist ja schon was anderes von der Mentalität als hier im Süden bei uns. Ja. Also ich habe jede Erfahrung, die ich bisher gemacht habe im Fußball, war echt nur positiv. Ich habe auch in Holland gespielt ein Jahr, bei Roda Kerkrade. Und die Menschen da waren wirklich sehr cool drauf und haben mich wirklich auch gut aufgenommen. Ich war da ja auch alleine mit 18. Und das ist schon was, auch Mainz ist so, die Leute haben mich extrem nett aufgenommen. Auch die Mannschaftskollegen, wo aus Mainz kommen und so, die waren alle wirklich sehr offen und auch herzlich und so. Und das hoffe ich auch, wenn Leute hierher kommen, natürlich auch bei unserer Mannschaft, dass die so aufgenommen werden. Aber ich kann nur Positives berichten aus den
Jahren, wo ich nicht hier in Ulm gespielt habe oder in meiner Fußballerkarriere bisher. Und ich hoffe, das wird einfach so bleiben, weil ich finde es auch wichtig. Man fühlt sich einfach wohl, man trainiert besser und man freut sich immer aufs Training. Ja. Das stimmt, da hast recht. Jetzt bist du wieder hier und jetzt habt ihr einen wirklich sehr guten Lauf. Wie schätzt du das denn ein? Habt ihr da Chancen sozusagen auf den Profifußball? Mhm. Ja, also ich finde, wir spielen eine geile Saison bisher. Es könnten sogar ein paar Punkte mehr sein, so selbstkritisch müssen wir alle sein und so sind wir auch. Ich finde, ja, letztendlich ist es so, am Ende vom Jahr oder von der Saison zählt halt, auf welchem Platz man steht. Natürlich, wir sind jetzt Erster, aber am allermeisten bringt uns das, was wir am Ende von der Saison Erster sind. So, und ich glaube, das ist uns allen auch klar. So, man kann sich so von der Herbstmeisterschaft, wie es eigentlich gibt, kann man sich ja nichts davon kaufen. Und deswegen müssen wir da unbedingt dranbleiben, weil nur am Ende vom Jahr können wir uns da davon was kaufen, oder am Ende von der Saison können wir uns da davon dann auch was kaufen. Und das wäre halt extrem geil für Ulm, weil Ulm einfach auch fußballverrückt ist. Jetzt hast du gerade sozusagen auch sehr selbstkritisch gesprochen, ne, dass auch ein paar Punkte mehr hätten drin sein können. Vielleicht die Frage an euch beide, was müsste denn passieren sozusagen, dass Ulm aufsteigt? Ja, letztendlich müsste passieren, dass wir auch nach der Winterpause, wenn wir wieder loslegen, genauso weitergehen und genauso weitermachen, wie wir es bisher getan haben. Bis hierhin können wir auf eine sehr konstante Serie blicken. Das heißt, wir haben bis dato ja wirklich nur ein Spiel verloren von 19, 6 Unentschieden, der Rest gewonnen. Und ich glaube, es geht schon um Kontinuität, um Konstanz. Und wenn wir das hinbekämen, auch im neuen Jahr, dann sind wir sicherlich gut dabei, dann haben wir gute Möglichkeiten. Aber diese Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Und man tut gut daran, nicht so viel nachzudenken, sondern im Handeln zu bleiben, Woche für Woche versuchen, sich vorzubereiten und nach Möglichkeit sein Maximum auf den Platz zu bekommen. Und deswegen gar nicht so sehr nach vorne gucken, ist so unsere Devise, sondern wirklich Woche für Woche abarbeiten. Mit viel Freude natürlich, mit viel Motivation, aber vor allem auch mit dieser Bereitschaft, wie es die Mannschaft bisher so oft geschafft hat. Ja, also wie schafft man das dann so? Also ja klar, jetzt so Woche für Woche, aber was sind da so für Strategien, sage ich mal? Oder wird das nicht verraten, weil das ja auch andere hören könnten? Nein, das nicht. Letztendlich geht es darum, sich immer wieder vorzubereiten auf den nächsten Gegner. Ja. Natürlich auch zu erkennen, was passt auf den jeweiligen nächsten Gegner. Ja, und für uns als Mannschaft gilt es einfach, dass wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, wenn man konstant es schaffen würde, ja, über die Wochen, über die Monate sich immer wieder weiterzuentwickeln in verschiedenen inhaltlichen Bereichen, wo wir natürlich genau drauf gucken, wo wir auch analysieren, wo wir selbstkritisch sind, dann glaube ich, wenn wir unser Niveau immer wieder ein bisschen steigern können. Und da wird es immer wieder ein bisschen schwieriger werden, für den Gegner auch gegen uns zu punkten. Und das ist letztendlich dann auch die Lösung. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, bevor du in Ulm warst, hast du ja die Frauen vom FC Bayern trainiert. Da gibt es dieses Foto auf einem Balkon von dir zwischen Müller und Lewandowski. Wie hat sich das angefühlt, da zu stehen? Ja, das war natürlich schon was Besonderes für uns. Ja. Wir sind damals Meister geworden, die Männer auch. Und es war schon eine Anerkennung, Wertschätzung für uns, dass wir damals mit einer relativ überschaubaren Frauenabteilung da dabei sein durften. Und mittlerweile hat sich ja der Frauenfußball brutalst etabliert, finde ich. Der war dann so richtiger Ruck durch die Gesellschaft. Ganz, ganz toll. Und das war damals auch was Besonderes, ja. Was ist denn der Unterschied? Weil du hast ja jetzt beides erlebt. Was ist denn so der Unterschied eigentlich zwischen Frauenfußball und Männerfußball? Gibt es gar nicht so viele Unterschiede, wie die Menschen immer glauben. Ja. Also es ist sicherlich so, dass die Frau an sich vielleicht nicht ganz von der Athletik her an den Mann rankommt, was naturgemäß ist. Mhm. Aber wir haben ja früher auch nicht zum Beispiel Steffi Graf mit Boris Becker verglichen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die Entwicklung im Frauenfußball für sich da auch betrachten. Und da ist unheimlich viel passiert. Ich denke, gerade in den letzten Jahren hat sich der Frauenfußball in Sachen Athletik, in Sachen Technik nochmal richtig rasant entwickelt. Und deswegen, es sind jeweils Menschen, ja, es gibt gar nicht so viele Unterschiede. Es ist einfach nur so, dass auf beiden Seiten, zähle ich auch auf dem Niveau Bayern München, Frauen-Bundesliga, jetzt auch bei uns beim SSV Ulm, wir einfach schon sehr professionell arbeiten in beiden Bereichen. Und deswegen Anzahl der Einheiten, Inhalte der Einheiten sind relativ identisch. Jetzt muss ich kurz erzählen, ich fand das so lustig vorhin. Wir hatten zwei kleine Mädels hier drin,
die einfach mal so reingucken wollten ins Radio und ich hatte meine Moderationskarten hier liegen. Und dann haben sie sich genauso positioniert wie euch beide und die eine hatte dann meine Karten genommen und hat die durchgespielt, während die andere Trainer gespielt hat sozusagen. Ich hatte zumindest gehofft, dass dieses Interview länger geht als das, was die beiden gemacht haben. Das war nämlich nach 10 Minuten, glaube ich, durch. Und auf die Frage, was der Unterschied ist zwischen Frauen- und Männerfußball, hat dann das eine Mädchen geantwortet und meinte, naja, die Frauen, die schreien so viel, die Männer, die spucken. Fand ich total nett. Ihr hattet da ja insgesamt tatsächlich mit den Frauen, 40 Spiele ohne Niederlage. Ist es wahr? Das ist tatsächlich wahr, ja. Das waren fast 2 Jahre damals. Das war eine tolle Serie, die wir damals hatten, auch sehr konstant und das war wirklich was Besonderes zu der Zeit. Kann man sowas mit Ulm auch schaffen? Das ist schon schwierig. Also die Leistungsdichte sehe ich nochmal eine andere hier jetzt in der Regionalliga Südwest. Das ist schon wirklich Spiel für Spiel, einfach unheimlich anspruchsvoll. Ist nicht ausgeschlossen, aber schon super schwer. Schafft ihr das? 40 Spiele ungeschlagen zu sein. Also, ja, also wäre doch mal ein Ziel. Ja, das wäre ein Ziel, aber es ist jetzt schwer, weil ich glaube, gegen Offenbach haben wir verloren. Ich weiß jetzt nicht, welches Spiel das war. Boah, ich glaube vor 7, 8 Spieltagen jetzt. Ja, das wäre ein Ziel, aber das ist schon ein extrem hartes Ziel. Ja, da müssten wir schon, boah. Was die Frauen schaffen? Ja, das stimmt. No? Jetzt ist ja aktuell, läuft ja gerade auch noch die Weltmeisterschaft. Inwieweit war die denn bei euch im Team oder also insgesamt hier bei euch Thema? Ja, schon. Also wir haben schon noch drüber geredet, ganz klar. Wir haben Spiele angeschaut von Deutschland, aber auch von anderen Nationen, von Brasilien, wo super Fußball spielen und haben uns da dann schon drüber unterhalten. Natürlich, wo Deutschland dann ausgeschieden ist, war so ein bisschen geschockt bei uns, weil es ist ja schon schade, wenn Deutschland nicht so weit kommt. Mhm. Ist ja ganz klar. Aber wir verfolgen das alle eigentlich. Also ich glaube, viele verfolgen das schon und schauen sich die Spiele an. Also ich selber auch. Ich kann nur von meiner Seite aus sprechen. Und es gibt jetzt schon echt gute Spiele bei der WM. Also es ist spannend auf jeden Fall. Ja. Ja, was habt ihr denn da so drüber gesprochen insgesamt? Also wenn du sagst, ja, ihr habt drüber gesprochen. Ja, wir reden schon noch über die Technik von Brasilien und schon über die Spielweisen oder auch über die einzelnen Tore. Und wie was vorbereitet wird und schon noch schon ein bisschen über die Taktik von denen und ja, allgemein, wie die halt Fußball spielen. Ja. Und ich meine, wenn man Brasilien zuschaut, das macht schon extrem Spaß, denen zuzuschauen, weil die einfach auch brutal Spaß am Fußball haben und die zeigen das halt auch den Leuten, wo halt zuschauen. Und das reißt einen so ein bisschen mit, deswegen ist diese Nation auch fußballverrückt, ganz klar. Und deswegen reden wir da eigentlich auch immer drüber, weil wir auch fußballverrückt sind. Magst du auch noch dazu? Ja, mir geht es genauso. Also ich schaue, wenn es geht, natürlich die Spiele mir an. Klappt nicht immer. Zähle ich was anderes, wenn jetzt die Spiele im Sommer wären, wie man es eigentlich kennt, ja, die Weltmeisterschaft. Aber ist toll. Jetzt wird es ja immer spannender in der K.O.-Runde. Aktuell jetzt gerade wirklich richtig gute Spiele auch, tolle Nationen. Von dem her, wir im Trainerteam, wir gucken auch so ein bisschen mit den Augen eines Trainers natürlich drauf, auch was passiert da mit der Taktik, ja. Wird da was Besonderes gemacht und deswegen, der Austausch ist da, wir haben auch ein Spiel mit der Mannschaft gemeinsam geguckt, gegen Japan, das allererste Spiel der Deutschen, war auch was Schönes und man verfolgt es auf jeden Fall. Und also ist es dann auch so ein bisschen Schauen und Lernen letztendlich? Mit Sicherheit, ja, also ja. Das ist nun mal das Top-Niveau, ja. Und da gilt sich schon noch ein bisschen dran zu orientieren. Es gibt immer wieder auch vielleicht auch Spielweisen, die unsere vielleicht ein Stück weit ähneln oder unsere Spielweise, deren Spielweise ähnelt. Und dementsprechend guckt man sich schon was ab. Gerade auch, glaube ich, als Spieler guckt man immer auch, was macht einer auf meiner Position. Und das ist schon die Benchmark. Das ist einfach das hohe Level, das höchste Level. Und gerade auf solchen Turnieren entstehen oft dann auch wieder neue Trends. Und deswegen ist es einfach spannend. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch so eine kleine Frage. Jetzt seid ihr ja doch in Ulm auch schon so ein bisschen bekannt, kann man sagen. Wie ist das so im Alltag? Erkennen euch Leute? Gibt es irgendwie auch Menschen, die mal sagen, hey, hast du mir ein Autogramm oder so? Mhm.
Also das ist eher noch so ein bisschen Verhalten. Klar, wir spielen auch Regionalliga und man darf es auch nicht größer reden, wie es ist. Aber es kommen auch manchmal Schulklassen zu uns. Jetzt am Dienstag war wieder eine da und da sind kleine Kinder halt dabei und die sagen, boah, unterschreib da mal oder können wir ein Autogramm haben oder so. Und das ist schon extrem süß, ja. Also das darf man nicht vergessen und das sind auch alle immer glücklich, wenn dann doch schon so ein kleines Kind kommt und einen so fragt, so, ja, kann ich bitte ein Autogramm haben? Und man dem so, ich will jetzt nicht sagen einen Wunsch, aber ja, so eine Bitte halt erfüllt und dann ist das schon auch für uns was extrem Schönes, aber so auf der Straße würde ich jetzt nicht sagen, dass man da erkannt wird, da sind wir viel zu wenig prominent dafür. Das muss ja, aber so wie fühlt sein. Sich das dann so an, wenn dann so ein kleines Kind zu einem her oder eben jemand zu einem herkommt und sagt, hey, kannst du mal? Mhm. Also weil das ist ja auch was nicht, sag ich mal, von vornherein gegeben ist irgendwie. Also ich finde es extrem süß und ich finde es auch immer süß, weil die Kinder über so ihren Schatten halt springen müssen. Die kommen immer, dann stehen die vielleicht da und warten so 10 Sekunden und dann fragen die erst und so. Aber es ist wirklich, letztendlich trauen die sich schon und dann fragen die auch immer, kann ich bitte ein Autogramm haben? Und dann schauen die immer so nach oben und dann ist es extrem süß und wir freuen uns über jeden, wo ein Autogramm will, weil es ist auch ein bisschen Wertschätzung für uns natürlich. Okay. Also es ist mega süß. Ja. Schön. Jetzt brechen wir, guck mal, jetzt brechen wir doch zum Schluss hier noch diesen Ernährungsplan und stoßen mit einem Punsch an. Okay? So machen wir das, ja. Super. Also dann, und wenn ihr noch Fragen habt an die beiden, dann dürft ihr gerne reinkommen, ne? Frage. Okay, dann komm rein. Einmal außenrum. Und dann nutzen wir die Zeit mal. Weil ich glaube, der ist schon kalt. Es ist nicht schlimm, wir stoßen trotzdem mal Eis. Cheers. Er ist wirklich schon kalt. Ist nicht schlimm. Hi, wer bist du denn? Ich bin der Kim. Guck mal, dann nimm doch einfach mal das Mikro. Ja, also servus Jungs, bin der Kim. Meine Frage an euch, was glaubt ihr, wer die WM gewinnt? Ja, dein Tipp wird mich natürlich auch interessieren. Gute Frage. Ja, es sind ein paar Nationen dabei, die richtig, glaube ich, da Chancen drauf haben. Aktuell schätze ich, dass Frankreich vielleicht sogar mit die größten Chancen hat auf den WM-Titel. Das wäre so mein Tipp, aber es wird sicherlich spannend bleiben. Ja, erstmal freut es mich, dass du hier reingekommen bist und den Mut hast, gell? Vielleicht schon ein, zwei Glühwein oder so getrunken. Ja, aber ist gut. WM ist immer... Ist echt einmal alles offen, aber ich glaube, was das Brasilien das schon macht dieses Jahr, weil es halt einfach, die spielen einen geilen Fußball und mich freut es auch, denen zuzuschauen. Ja, was sagst du denn? Also ich sehe das auf jeden Fall wie du. Also ich denke auch, dass Brasilien das Ding machen wird. Die haben viele junge, starke Spieler und im letzten Spiel hat man gesehen, dass da der Wille wirklich da war. Also da war konstant Pressing. Was mir bei Frankreich jetzt fehlt, was du gesagt hast, also klar, die haben da zwar einen Mbappé, aber ich glaube, wenn die da mal auf eine defensiv starke Mannschaft treffen, wie Brasilien im letzten Spiel auch war, glaube ich, könnte es da kritisch werden und deshalb glaube ich auch, dass Brasilien da vielleicht den Punkt macht. Danke dir. Vielen Dank. So, hat jetzt noch mal jemand eine Frage? Wir sind jetzt hier in der munteren Fragerunde. Guck mal, die sind wunschlos glücklich. Ja, schluss mal an. Dann stoß mal an und ich sag vielen Dank an euch beiden. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM.